Moin, ich bin Kevin, heute Folge 2 von meinem neuen Weekly. Diesmal geht es um den Klimawandel. Den stellen ja einige in Frage, das gäbe es angeblich gar nicht. Dem gehen wir auf den Grund und wir beschäftigen uns auch damit, wer eigentlich diese jungen Leute sind, die da freitags jetzt immer demonstrieren bei Fridays for Future. Aber jetzt erstmal Kaffee. Klimawandel ist ein Thema, das beschäftigt ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft. Die meisten haben den Ernst der Lage auch erkannt, aber leider nicht alle. Manche verfahren nach dem Vogel-Strauß-Prinzip, stecken den Kopf in den Sand und denken, wenn ich es nicht sehe, dann ist der Klimawandel auch gar nicht da. Und leider sitzt einer dieser Klimaleugner ganz oben, nämlich im Weißen Haus in den USA. Donald Trump, den kennt ihr von Twitter, der haut da immer wieder üblen Blödsinn raus. Aber vor 3 Wochen, da habe ich mich richtig geärgert. Da hat er nämlich das hier getwittert. Die Kurzzusammenfassung: draußen ist doch kalt, da liegt Schnee, es kann doch überhaupt gar keinen Klimawandel geben. Das ist ein Argument, was man leider immer häufiger hört. Aber die Klimaforschung befasst sich nicht mit der Frage, ob es mal einen Tag draußen kalt war, sondern die Klimaforschung, die betrachtet das Phänomen über ganz, ganz viele Jahre hinweg. Die entsprechenden Aufzeichnungen in Deutschland, die gibt es schon über 130 Jahre. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was die wärmsten Jahre seit dieser Aufzeichnung waren, das sind diese hier, dann fällt auf, das sind fast alles Jahre aus den letzten 20 bis 25 Jahren. Komisch, oder? Spricht doch irgendwie dafür, dass wir den Kessel, in dem wir selber sitzen, kontinuierlich immer weiter aufheizen. Um diesen Effekt besser zu verstehen, hat mir folgende Grafik geholfen, die ich euch jetzt gerne mal zeigen möchte. Wir haben hier die Zeitspanne von 1880, da hat das begonnen mit dieser Klimaforschung in Deutschland, bis heute. Wenn man jetzt die einzelnen Jahre einzeichnen würde und die Durchschnittstemperaturen in Deutschland, dann sähe das etwa so aus. Geht das etwa so und am Ende geht es so. Das heißt, wir sehen, es gibt immer wärmere und kältere Jahre im Schnitt, aber wenn man den Durchschnitt ermittelt, dann sieht das in etwa so aus. Und jetzt könnt ihr euch denken, wenn wir schon so weit gekommen sind, bei mittlerweile deutlich über 10 Grad, dann sind wir in 10 Jahren vielleicht hier oder in 20 Jahren hier oder in 50 Jahren hier. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall geht es so nicht weiter. Ein weiterer Fakt, der immer wieder geleugnet wird, das ist, dass CO2 Auswirkungen auf unser Klima hat. Da sagen dann ein paar Schlaumeier, na CO2, das war doch schon immer in der Atmosphäre. Das gibt doch unsere Natur ab und nimmt es in gleichem Maße auch wieder auf. Stimmt. Was die aber nicht bedenken, ist, dass der Mensch seit über 150 Jahren andauernd zusätzliches CO2 produziert. Ihr könnt euch das vorstellen wie eine Badewanne. In der Geschichte war das so, da lief etwa so viel Wasser rein, wie unten auch ablaufen konnte. Aber seit 150 Jahren kippen wir eimerweise zusätzliches Wasser obendrauf und irgendwann kommt diese Badewanne zum Überlaufen. Und deshalb haben wir heute so viel CO2 in der Atmosphäre wie seit 800.000 Jahren nicht mehr. Und allein in den letzten 60 Jahren ist der Anteil um 30% gestiegen. Manche Leute sagen dann gerne, das Klima hat sich doch auch vor 55 Millionen Jahren schon mal ganz doll gewandelt. Das stimmt, das hat sich aber über Tausende von Jahren gezogen. Das, was wir jetzt erleben, das läuft innerhalb von gut 200 Jahren. Und das hat viel mit dem Treibhauseffekt zu tun. Der wird passenderweise auch von vielen Leuten bestritten. Und zwar nicht nur von Onkel Erwin, der auf der Familienfeier ein bisschen viel Schnaps getrunken hat und dann seine eigenen Theorien aufstellt, sondern Leute, die den Klimawandel leugnen und den Treibhauseffekt, die sitzen wo? Im Deutschen Bundestag. Und die heißen zum Beispiel Rainer Kraft, das ist der hier. Okay, und Rainer Kraft sitzt im Umweltausschuss für die AfD. Und auch er bestreitet, dass es einen Treibhauseffekt gibt. Wer das nicht begreift, der hat nicht nur am Freitag die Schule geschwänzt, sondern auf jeden Fall immer dann, wenn Physikunterricht war. Apropos Schule schwänzen, darüber wird ja ganz viel im Moment geredet, weil unter dem Label Fridays for Future junge Menschen am Freitag nicht zur Schule, sondern zum Streiken auf die Straße gehen. Wo kommt das her? Das kommt aus Schweden. Die Erfinderin heißt Greta Thunberg, das ist eine Schülerin, die ist jetzt 16 Jahre alt und die hat letztes Jahr damit angefangen. Die hat gesagt, für eine Zukunft, in der ich auf dieser Erde nicht mehr leben kann, brauche ich auch nicht freitags zur Schule gehen. Und dann hat sie ihr Protestschild genommen, ist vors Parlament gezogen und hat angefangen, für eine Zukunft für junge Menschen zu demonstrieren. Hier haben sich weltweit viele, viele tausend junge Menschen angeschlossen, auch in Deutschland, und die gehen jetzt jeden Freitag während der Schulzeit auf die Straße. Am 25. Januar waren es in Berlin richtig viele. 10.000 Leute aus dem ganzen Bundesgebiet sind hierher gekommen und ich habe die auch unterstützt. Und warum? Weil ich das richtig gut finde, was die machen. Und ihr solltet euch auch nicht einreden lassen, dass das irgendwie unanständig wäre oder dass man lieber samstags protestieren soll. Die haben sehr gut verstanden, dass man Aufmerksamkeit erregen muss, wenn man was durchkriegen will, und die hat man halt besser am Freitag als am Samstag.
Diese Schulstreiks am Freitag, die sorgen jetzt für große Diskussionen in der deutschen Politik. Ganz vorneweg Armin Laschet. Der ist von der CDU und Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Und der hat sich jetzt an die Schülerinnen und Schüler gewandt und gesagt, das ist ganz toll, dass ihr euch politisch engagiert, aber vielleicht geht ihr nicht am Freitag demonstrieren, sondern am Samstag, da ist nämlich keine Schule und dann stört das alle nicht so sehr. Was für ein Waschlappen, dieser Armin Laschet. Der empfiehlt wahrscheinlich auch Gewerkschaften, nach Dienstschluss zu demonstrieren. Und seine Parteifreunde in Baden-Württemberg, die setzen noch einen drauf. Die Junge Union dort, das ist deren Jugendabteilung bei der CDU, die hat gesagt, schreibt das alles ins Zeugnis rein. Also ihr könnt euch das dann so vorstellen, entschuldigte Fehlzeiten, unentschuldigte Fehlzeiten und gefehlt wegen Protest gegen Klimawandel. Das ist nun wirklich Verhöhnung von politischem Engagement von jungen Menschen, was wir ja bei jeder Gelegenheit fordern. Andauernd sagen Politiker, wir wollen mündige junge Menschen. Hier, ich habe euch mal mitgebracht, das ist das Berliner Schulgesetz. Da steht zum Beispiel in Paragraph 1, Auftrag der Schule ist es, alle wertvollen Anlagen der Schülerinnen und Schüler... Okay, das ist übles Paragraphendeutsch, aber wenn wir einfach mal zusammenfassen, worum es tatsächlich geht, dann geht es um Demokratie, die beigebracht werden soll, um Freiheit, um Menschenwürde und, oh Wunder, um Einklang mit Natur und Umwelt. Und ich glaube, diejenigen, die gerade jeden Freitag auf die Straße gehen, die haben besser verstanden, was diese Worte bedeuten, als Armin Laschet und die ganze Truppe von der CDU zusammen. Ich finde es extrem wichtig, dass die Streiks von Fridays for Future weitergehen. Wir müssen den Druck aufrechterhalten. Deswegen habe ich mich mit einigen von denen getroffen und versuche ihnen jetzt dabei zu helfen, dass sie endlich mit denjenigen an einem Tisch sitzen können, die die politischen Entscheidungen in Deutschland treffen. Wenn ihr Fridays for Future auch unterstützen und euch für unsere Zukunft einsetzen wollt, dann findet ihr unten Hinweise, wo die nächsten Regionalgruppen sind, wo die nächsten Streiks stattfinden. Und außerdem haben wir euch noch ein paar nützliche Links zusammengesammelt. Zum Beispiel klimafakten.de, da könnt ihr euch Zahlen, Daten und Fakten ranholen, wenn mal wieder jemand in eurem Umfeld den Klimawandel leugnet. Und außerdem haben wir auch noch Links zu ein paar spannenden Dokumentationen über den Klimawandel und über diejenigen, die ihn leugnen und wie die eigentlich politisch arbeiten in Deutschland. Das war mein zweiter Weekly. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann lasst doch einfach ein Abo da und dann sehen wir uns auch in der nächsten Woche wieder. Sollten noch Fragen offen geblieben sein zum Thema Klimawandel und was man da machen kann, dann schreibt das unten in die Kommentare rein. Oder ihr habt einen Themenvorschlag für mich, dann schreibt das bitte auch unten rein. Das hat nämlich Pascal letzte Woche gemacht und der hat damit auch das Thema für die nächste Woche vorgeschlagen. Artikel 13. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, es hat was mit Upload-Filtern zu tun, haben vielleicht schon mal ein paar Leute gehört, dann schaut euch das nächste Woche an. Ich erkläre das nochmal und sage, warum wir Jusos das für keine gute Idee halten. Bis dahin.